Peace in zum großen Finale von Anna, dem letzten Teil dieses großartigen, bösen Spiels. Und ja, wir werden uns heute mal angucken, wie das Ende dieses Spiels aussieht. Oh, by the way, wie ich hier gerade sehe, brennt das ganz gut. Hier ist so eine Holzschale, die nehmen wir mal mit. Ich weiß auch, was wir... Also ich gebe es zu, ich wollte euch ja jetzt nicht länger quälen als notwendig und das hier soll der letzte Teil werden, wird es auch. Deswegen arbeite ich jetzt tatsächlich mit einer Komplettlösung. Sonst kommen wir nicht weiter und wir lassen mal einen Baum wachsen. Du, subscribe. So. Treppe hoch. So, ja, Treppe hoch. Ich hoffe, dass das Spiel nicht mehr allzu viel mich erschreckt. Ich habe aber allerdings wenig Hoffnung, dass es das nicht tut. Okay, irgendwo ist jetzt dieser Baum. Warum hier Wasser an den Wänden ist, verstehe ich immer noch nicht so ganz. Jetzt sind wir diese komische Maske wieder los. Hier oben sieht es nämlich dann gar nicht mehr so scheiße aus. Diese Maske ist echt fies gewesen. Ja, hier haben wir... Baumkrone hat die Form eines Kinderkopfes. Fehlt nur noch, dass es zu weinen anfängt. Tut es schon. Du vielleicht hörst. Ja, Bild der Schlange. Zack. Blut. Oh Gott. Das ist fies. Aus der Wunde kommt Blut. Vielleicht kann ich es auffangen. Ja, kannst du. Zack. Ich habe etwas Blut aufgesammelt. Ja. Schön. So, weiter geht's. Ich weiß, was... Wow. Musik ist anders, ne? Cool. Als ob sie sich gegenseitig angezogen hätten. Aha, ich habe die beiden jetzt miteinander verbunden. Wo guckt ihr mich eigentlich immer an? Ich fange an, mich vor meinen Handlungen zu fürchten. Wirklich? Jetzt erst? Also ganz ehrlich, ich habe schon früher damit angefangen. Musik ist cool. Es guckt mich immer an, egal was ich mache, ne? Blödes Vieh. Ja. Okay. Ich muss mal kurz gucken, was abgeht. Ja, okay. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Ich finde das creepy, dass diese scheiß Maske mich immer anguckt. Oh, shit. Wow, shit. Oh shit. Oh shit. Jesus, this game is fucking stressful. Da fehlt immer noch etwas, um sie aufleben zu lassen. Woher weißt du das? Stand das im Handbuch für Göttinnen wiedererwecken? Liebste Mutter, eins hast du meinen Durst an deiner Brust gelöscht. Halt die Fresse da hinten. Heute zahle ich dir... für die Süße jener vergessenen Elfen. Oh, shit. Wow. Fucking. Jesus. Wow, Jesus. And she's living. Hallo, Göttin. Na, wie geht's? Sie spricht mit mir. Ich spüre es tief in meinen Gliedern. Anna hat mir gerade ihren Schlüssel gegeben. Es kommt auf mich an, ob ich sie besuche oder fliehe. Ich habe Annas Schlüssel. Und ich weiß, welche Tür ich nehme. Es gibt drei Enden. Man kann sich im Prinzip aussuchen, welches Ende man machen möchte. Und ich weiß, welches ich nehme. Ich nehme dieses hier.
Jesus. Wir haben's fast, wir haben's fast. Der treue Diener kann wieder in deinen Leib zurück. Meine Liebste, ich kann mich nicht mehr verstecken. Okay. So, ein cooles Rätsel. Freistehende Tür. Mhm. Hä? Untersuchen, sie gehört... Sie wird mich nirgendwo hinführen, richtig, weil da hinten nichts dran ist. Okay. So, ein Spiegelrätsel. Benutzen. Na, komm schon. Benutzen. Falsch. Falsch. Ich weiß die Lösung tatsächlich auch wirklich nicht. Ich hab einfach mal... Ich gehe einfach mal davon aus, dass alles auf die Mitte gehen muss. Ja, seems logical. Nein. Komm schon, weiter. Noch ein Stück. Sehr gut. Wo auch immer diese Höhle jetzt ist, in der wir gerade sind. Okay. Wer Licht begehrt, bringt Schatten hervor. Ja, nee, ist richtig. Okay. Warum kann ich das jetzt nicht hier irgendwie... Ihr wisst schon was. Ich hab immer noch diese Maske dabei. Wie geht das denn? Die sitzt so auf dem Stuhl da oben. Der Spiegel weist es ab. Take this shit away from me. Okay. Oh, und das rituelle Messer ist dafür weg. Hä? Somebody explain what the fuck's going on. Der Spiegel weist es ab. Ah. Aber der hier nicht, ne? Noch nicht. Die Lichtstrahlen sind noch falsch ausgerichtet, sind sie. Okay. Okay, okay, okay. Ich kann es nicht mehr bewegen. Okay, das hier ist schon mal richtig. Das auch wohl offensichtlich. Okay. Hä? Aber wenn die doch alle richtig sind, was ist denn dann noch falsch? Kompletter Idiot, völlig verrückt, bla bla bla. Weil, also wenn ich nichts mehr machen kann, dann... Der Spiegel weist es ab. Der Spiegel weist es ab. Hier ist ja nichts. Der Spiegel weist es ab. Also hier, falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, bin ich auch wieder blind. Oh, oh, okay. Okay. Muss man das hier auch irgendwo drauf klatschen? Spiegel weist es ab. Okay. Das nicht benutzen. Licht begehrt, bringt Schatten hervor. Ja, ich habe immer noch zwei. Hä? Es ist so seltsam gerade. Kann ich das hier jetzt wieder bewegen? Nein. Viel mehr habe ich ja nicht mehr. Soll ich mein Handy da drauflegen oder wer? Freunde, erklärt mir, was ich zu tun habe. Verstehe es nicht. Verrückt sein, ein kompletter Idiot. Die Eitelkeit des Lichts spiegelt sich in diesem zeitlosen Ort wieder. Spiegel, du liebst das. What? Das beunruhigt mich. Sie ist nicht wie die anderen Masken gearbeitet und ich kann ihren Anblick nicht ertragen. Auch so schlimm finde ich die jetzt nicht. Für diese hier viel schlimmer. Sieht lebendig aus. Ich fühle eine seltsame Energie, wenn ich sie berühre, als wäre ich eins mit ihrer Umgebung. Wir haben nur eine leere Feldflasche. Oh, die können wir sogar benutzen. Ist hier Wasser? Nein. Abgrund. Man kann den Grund nicht sehen. Besser nicht ins Leere springen. Sonst könnte ich Erfahrung machen, was es heißt zu sterben. Ja, ja, das stimmt. Ich kann den Abgrund übrigens nicht aufheben. Go figure. Ja, langsam gehen mir die Sachen aus, die ich benutzen kann. Feuerzeug. Hier liegt auch nichts rum oder so, ne? Was ich sagen könnte, hier, hallo, mach mal bitte. Kann das nicht benutzen und nehmen kann das auch nicht und sie führt mich nirgendwo hin. Ha. Eitelkeit des Lichtes, bla 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 bla. Kann das nicht benutzen. Benutzen, nein. Okay. I have no fucking idea what to do. What to do, what to do, what to do.
Weil, also, ich kann den Spiegel nicht mehr bewegen. Ich habe nichts mehr, was ich mit dem Spiegel benutzen kann. Oder? Ich kann es nicht benutzen, ich kann es nicht bewegen, ich kann nichts damit machen. Kann ich die Maske wieder aufnehmen? Ah ja, tatsächlich. Achso. Das ist ja witzig. Hep. Spiegel weist es ab. Hep. Ah, bleu de la bleu. Si, muy bien. Auch blau. Geht jetzt was ab hier? Nein, immer noch nicht, ne? Nehmen? Nein. Das Antlitz der Wahrheit, bitte. Danke. So. Will ich das jetzt da drauf klatschen oder immer noch nicht? Noch nicht, die Lichtstrahlen sind noch falsch ausgerichtet. Ist richtig. Ich verstehe das Rätsel komplett. Es ist total einfach zu durchschauen. Licht. Das ist der Grün. Okay. Wer damit? Wir machen das jetzt so lange, bis es funktioniert. Jetzt haben wir vier verschiedene Farben. Reicht das jetzt? Ich meine, wir haben das komplette Spektrum der Farben. Nö. Warum sollte das genug sein? Nee. Come on, game. Don't be like that. Now it's beautiful. Ich sollte aufhören, Englisch zu reden, ne? Mach ich. Okay, wir haben jetzt hier Bleu. Und das reicht immer noch nicht. Natürlich nicht. Weil wir müssen den Strahl hier noch in Lila verwandeln, weil Lila eine schöne Farbe ist. Trennfarben und so. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede, aber dieses Rätsel ist dämlich. Und wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. So. Läuft. Nicht das Antlitz der Wahrheit wieder mitnehmen. Nein. La, la. What the fuck's going on here? Kann ich irgendwas mit den Dingern machen? Nein. Muss ich einfach nur weitergehen? Wow. Diese Zeichnungen erzählten ihre Geschichte. Und meine auch. Da 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 da. What? What? Also Anna ist tot? Keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Ich werde mich gnadenlos verlaufen. Da, 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 da. Warum gibt es hier ungefähr 5 Milliarden Wege? Ich will einfach nur dieses Spiel beenden, bitte. Ohne noch irgendwie... Ich sitze hier schon wieder und warte auf Jumpscares und ich hasse Jumpscares. Wer es geschnitzt hat, hat sich besonders die Zähne angenommen. Kann es nicht benutzen, nehmen kann ich es auch nicht. Keinen Sinn. Das wird nicht klappen. Okay, ich werde mal kurz gucken, ob ich irgendwas damit machen kann. Offensichtlich nicht. Ich bin auch wohl falsch gelaufen, dass er auch so schnell ist. Was für ein Tempo er hier vorlegt. Ich sollte rechts gehen und dann kommt irgendwie irgendwas und weiß ich auch nicht. Wo komme ich her? Also. Ich habe wohl auch was vergessen zu checken. Zumindest sagte mir das die Komplettlösung. Aber hier kann ich doch gar nicht drauf klicken. Nein, kann ich nicht. Ich soll nur sehen, dass da 5 Augen sind. Ah ja, das habe ich gesehen. Danke, Komplettlösung. Okay, wir laufen in dem Tunnel rum. Tralalala. Es wird nicht mehr allzu lange dauern. Dann ist dieses Spiel zu Ende. Hier passiert jetzt irgendwas. Yep. Das bin ich. Ich war es die ganze Zeit. Ah. Es ist schon recht. Noch mehr Venusse von Milo. Einige davon. Ich weiß nicht, ob sie Venus von Milo ist. Es ist mir auch wurscht. Auf jeden Fall ist es so eine Venus. Ja. So, dann sollte ich zu dem Gesicht mit den Zähnen, das habe ich ja gemacht.
Aber wir gehen nochmal hin, weil ich nicht weiß, ob es irgendwie noch was bringt. Du, 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 du. Ja. Der Ofen. Ich kann mich noch an. Kann mich nun an jeden Moment erinnern, den wir zusammen erlebten. Ist das Anna? An jede Liebkosung. Sogar an die letzte. Hä? Adoi? Das Spiel ist komisch, wisst ihr das eigentlich? Also, nicht komisch, lustig. Oh Gott. Dass diese Wände auch alle gleich aussehen und man sich so dermaßen verlaufen kann. Was ist das denn? Ein Steinauge, okay. Kannst du dich benutzen? Schaust du mich an? Du weißt doch genau, warum ich hier bin. Bald werde ich es herausfinden. Ich kann es nicht nehmen, okay. Ich frage mich, ob das vielleicht irgendwie darauf hinausläuft, dass das alles in seinem Kopf abspielt, weil er nicht verarbeiten kann, dass seine Freundin gestorben ist und er völlig einen weg hat, weil er einfach irgendwelche Sachen sieht. Und ich meine, jetzt wird es ein wenig philosophisch vielleicht oder ein wenig gamer-philosophisch. Die Dinge, die wir in diesem Spiel erlebt haben, als der Charakter, den wir spielen, können in Realität ja natürlich nicht passieren. Es sei denn, ihr glaubt an übernatürliches Zeugs, aber selbst dann sollte euch klar sein, dass nicht irgendwie Masken fliegen können und so weiter. Kuppel in der Dunkelheit. Was beschützt sie? Wer steckt dahinter? Allmählich komme ich näher. Näher, näher! Okay, ich muss noch was machen, damit diese Kuppel dann weggeht und dann finde ich Anna. Sehe schon. Auf jeden Fall. Ist es jetzt einfach so, dass das Spiel behauptet, doch, das kann passieren? Weil das hier ist die Realität. Das wäre eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer zwei wäre, dass das Spiel sagt, nein. Das ist nicht alles Realität, denn die Realität kann es sowas nicht geben. Und dementsprechend ist das alles nur in seinem Kopf. Oder ich denke einfach zu viel über irgendeine Scheiße nach, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Auch möglich. Möchte ich nicht ausschließen. Hier komme ich her. Okay. Wir sind rechts rum, glaube ich, schon gegangen. Sind wir hier hinten schon gewesen? Also ich habe schon gerafft, dass ich alles angucken muss einmal, damit ich diese Kuppel wegkriege und dann das Spiel beenden kann. Hier hinten war das Steinauge, glaube ich. Yep. Wenn er ein bisschen schneller laufen könnte. Naja. Kann ich alles haben. So, rechts rum geht's wieder zum Eingang. Nüber. Oh Gott, ich verlaufe mich gerade so brunter. Hier ist es zum einen. Okay, wir sind links gelaufen. Gehen wir mal rechts. Rechts ist die Kuppel, oder? Nein, rechts war das Regal mit den Venusstatuen. So, hier rechts ist die Kuppel jetzt aber. Genau. Dann gehen wir hier links. Da ist dann das Steinauge. War doch... Hä? Oh Gott, ich verlaufe mich so brutal. Scheiße. Hier ist die Kuppel. Hier hinten war ich doch auch schon. Ah Gott, das ist der Eingang. Okay, 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 okay. Rechts rum. Die Venusstatue. So, hier geht's zum Eingang. Ich laufe jetzt erstmal eine Stunde im Kreis. Großartig. Hier links rum, Steinauge. Rechts rum... Kuppel der Dunkelheit. Yep. So. Rechts Statue. Links Steinauge. Ich hab doch alles. Was will das Spiel von mir? Warum komme ich immer noch nicht in die Kuppel der Dunkelheit? Hier hinten war ich. Das ist das Auge. Gab's hier noch einen Abseitsweg? Nein. Das ist das Steinauge. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Solche Szenen mag ich übrigens auch nicht im Spiel, weil es einfach darauf hinausläuft, dass man alles 15 Mal abläuft, man aber nicht weiterfindet, weil man einfach nicht weiß, was man tun soll. Tja. Tja. Okay. Kurzer Check der Komplettlösung. Tut mir leid.
Oh Gott, wer soll denn auf so eine Scheiße kommen? Okay, wir müssen zurück zu Augie. Mr. Stony Eye. War das hier? Hier war das... Ja, hier ist das Stony Eye. Wisst ihr, ich würde dieses Spiel... Nochmal. Ich würde dieses Spiel viel besser abkönnen, wenn ich dabei Musik hören könnte. Was ich nicht kann, da ich aufnehme. Und da ich aufnehme, kann ich... Jetzt habe ich aus Versehen die Aufnahme beendet, aber ihr habt nichts verpasst. Ja, wenn ich Musik hören könnte, wäre das Spiel hier viel einfacher zu... Okay. Steinau. Ja, könnte ich dieses Spiel viel besser ab, aber ich kann natürlich keine Musik hören, weil ihr sie dann auch hören würdet. Und das dürft ihr nicht, weil Gamer und so weiter. Dementsprechend muss ich das hier in quasi Original-Sound. Das mag ich nicht. Nee. Ich bin schon wieder am Heulen, ich weiß, aber naja. Wir rennen jetzt seit einer guten Viertelstunde durch diesen Tunnel und kommen nicht voran. Naja doch, jetzt kommen wir voran. Jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Lala, hallo Steini, Augie. Nein, Steini, Typi. Hier, friss das. Wie er auf mich hört. Lebendes Auge. Nehmen. Danke für deine Kooperation. So, jetzt gehen wir wieder zu dem Auge. Du, 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 du. Du, 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 du. Lauf doch mal ein wenig schneller. Es wäre so, so wunderschön, wenn du dies tun würdest. Ich sollte aufhören zu singen, denn ihr kriegt alle Ohrenschmerzen. Ich habe schon wieder die Aufnahme beendet. Ich krieg's kotzen, aber ihr habt immer noch nichts verpasst, weil ich eine Sekunde gebraucht habe, um es zu merken. Ich will immer auf Inventar drücken und drücke auf die Aufnahmetaste. Entschuldigt bitte. Irgendetwas passiert gerade. Woher kommen diese Geräusche? Da entsteht ein Strudel voller Gedanken in meinem Kopf. Dieser Ort erzählt mir meine eigene Geschichte. War ich damals verheiratet? Dum 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 dum. Kann es nicht benutzen. Okay, okay. Kannst du nicht aufhören? Verstehst du nicht, dass es sowieso zu spät ist? Ich bin in deinem Leib. Wo könnte ich denn noch hingehen? Kann es nicht benutzen. Nehmen kann ich es auch nicht. Okay. Bin ich jetzt nicht zu dem... Ne? Ihr wisst schon. Wenn ich jetzt nicht in diese Dunkelheit gehen kann, flippe ich aus. Da ist ein Licht hinter der Ecke. Es scheint wie eine Kerze. Als ich ihre Statue aus der Kirche stahl, waren dort viele Kerzen. Als ob sie Ringelreihen um Anna gesungen hätten. Meine Frau wurde wütend. Verdammtes, dummes Weib! Sie könnte niemals so bezaubert sein, wie Anna es war. Niemand sonst kann es jemals sein. Hallo? Kerzen. Ein Meer voller Kerzen. Sie durchdringen meine Augen. Ich erinnere mich, was passiert ist, als ob es gerade jetzt passiert. Die Kerzen umfassten ihren Körper aus Marmor, so weiß und rein. Diese Frau wagte es, sie mit einem Hammer zu entstellen. Verflucht sei sie. Ich spüre immer noch meinen Körper vor Wut zittern. Okay. Ich habe dich endlich gefunden. Keiner hinter mir, ja? Danke. Meine Liebsten, was? Okay. Ich musste es tun. Ich müsste... Du schreist. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Du schriest, Entschuldigung. Aber ich bin nun hier und werde dich beschützen. Für immer und ewig. Okay. Hier und jetzt begegne ich meinem Schicksal. Niemand wird uns jemals wieder voneinander trennen. Du bist genauso schön, wie ich dich in Erinnerung habe. Hielt. Verdammt. Okay, what now? Und ich liebe dich weiterhin. Love is in the air. Nun bist du auch ein Teil von mir.
What? Kann mir jemand erklären, was gerade passiert ist? Nein, könnt ihr nicht. Ich auch nicht. Sehr gut. Das scheint es gewesen zu sein. Ja, offensichtlich. Ja, das war's. Was sage ich jetzt noch als abschließende Worte zu Anna? Es war böse. Das Spiel war echt fies. Also es hat mich ein paar Mal wirklich verjagt. Und ich war wirklich... Wow. Und das Ende allerdings... Also das ist ja nur eins von dreien. Es gibt ja noch zwei weitere Enden. Die ich euch natürlich nicht zeige, damit ihr auch noch einen Grund habt, dieses Spiel zu kaufen. Das Ende fand ich irgendwie... Es hat mich jetzt nicht schlauer gemacht, ne? Aber vielleicht möchte das Spiel ja auch gar nicht. Ja, das Spiel ist vorbei. Kauft euch Anna, es ist ein cooles Spiel. Ich hoffe, es wird einen zweiten Teil davon geben, den ich dann natürlich auch wieder let's playen werde. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart und mir auf dieser Reise durch Anna gefolgt seid. Das Ende war auch gar nicht so gruselig. Naja. Wir haben das Spiel durch, es ist vorbei. Ich hab's überlebt. Und ja, mein nächstes Let's Play steht schon fest. Es steht schon in den Startlöchern. Ich freue mich genauso auf dieses und hoffe, ihr schaltet auch weiterhin wieder ein. Media Corner jeden Montagabend 20 bis 22 Uhr auf MMORPG Radio. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Spiel. Bis dahin, Peace out!